Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde Star Wars Jedi Fallen Order. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, unser Jedi hat ein bisschen was zu tun. In der letzten Folge haben wir ja gelernt, dass wir an Wänden entlanglaufen können. Und ich sehe da oben gerade was. Da will ich machen. Das probieren wir nochmal aus. Hopp. Komme ich da irgendwie? Irgendwie muss man da auch hochkommen. Aber vielleicht. Ja, wenn man sich nicht so blöd anstellt, dann funktioniert das wahrscheinlich sogar. So, mal nochmal, dass wir dann nochmal da hochkommen. Ah, ich halte die Leertaste nicht gedrückt. Jetzt wir lassen zu früh los. Ach, guck mal. Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Okay, da komme ich aber nicht hoch. Da geht vielleicht irgendwie hoch, ne? Ne, okay, gut. Okay, dann schauen wir mal weiter. Hier über die Ding drüber. Jetzt müssen wir eigentlich auch hier lang kommen. Jawohl. Oh Gott, ich bin ein Depp. Hey! Hast du was gefunden, BD-1? Ein Lichtwertschalter. Okay. Gut. Jetzt komme ich immer noch nicht darüber. Okay, ich hatte gedacht, wir sind das Rätsels Lösung jetzt deutlich weiter, aber... Dem scheint jetzt noch nicht so. Ja, jetzt auf jeden Fall gar nicht. Irgendwas muss es mit diesem Teil hier noch auf sich haben. Ich weiß nur noch nicht, was. Gucken, vielleicht hilft die Karte irgendwie weiter. Ich muss halt irgendwie wieder da hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Das war's nicht, aber fast. Ha. So, jetzt bin ich wieder hier oben.
komme ich da hoch? Wir sind doch unsere Freunde wieder da. Hey, bleibst du da? Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber... Mehr als probieren... fällt mir gerade nicht ein. Ja, das war, glaube ich, nicht verkehrt. Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Okay, erstmal den Punkt hier freischalten. Fertigkeitspunkte haben wir jetzt keine neuen. Okay. Ich seh's mir an. Okay. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn trifft's ganz gut. Was? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht.
Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Okay. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Ja, hallo, du sollst keine Beziehung mit den Druiden anfangen. Nicht für einen Jedi oder einen Druiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Okay. Die Sepho. Das war's jetzt. Okay. Na dann gehen wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Hi. Lass mich in Ruhe, Freundchen. Machen müssen. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Fall nicht zurück, BD1. Okay, den Punkt freischalten. Ja, was mache ich denn? Wir haben doch gar keine neuen Fertigkeiten. Okay. Zurück wird's schneller gehen. Ja, hoffen wir mal, ne?
Standort hier kennen wir noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir da auch dann wieder zurückkommen. Aber da ist auf jeden Fall was. Probieren wir es mal aus. Was für ein Ort? Ziemlich luftig auf jeden Fall hier. Okay. Probieren wir es nochmal. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Wahrscheinlich noch nicht. Das ist nur die Frage, wie kommt man zurück? So schon mal nicht. Also, okay. Gut. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, ich habe das gesehen da unten und nein, ich habe jetzt keinen wirklichen Bock drauf.
diese Viecher. Gut gemacht. So, ich bin wieder da. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Obi-Wan! Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie! Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Und du immer Glubschaugen. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Jo. Gib einfach Bescheid, wenn's losgehen soll. Ja, mach ich. Sia, fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie. Bin gleich wieder da. Ich glaube, wir sollen nach Sepho erstmal. Na dann. Wir sind unterwegs nach Sepho. Grease, wie wär's, wenn wir etwas umdekorieren? Mantis? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden, dann sieht man mal was Neues. Seit wann haben Sie Ahnung von Kunst? Das war schon immer so. Damals, als ich jünger war, habe ich mir alles angesehen, was ich im Jedi-Archiv auftreiben konnte. Haben Sie es auch bewertet? Nur bewundert. Als ich Sucher wurde, habe ich einiges im Original gesehen. Es
Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis und jede hat ihre eigenen Kunstwerke. Es war atemberaubend. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Also der Kerl hat auch irgendwie Problemchen, ha? Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Perfekte Landung. Ja, butterweich. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Okay. Carl, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Bin gleich wieder da. Ja. Da wollte ich eigentlich hin. Weil wir haben doch einen Schalter gekriegt. Cool. Ja, das gefällt mir auch besser. Jawohl. Ah, so wird es dann schon langsam ein Licht werden. So, mal eben meditieren. Und an dieser Stelle, meine Freunde, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao und servus.